Ist das nicht Liebe? Diese Zuneigung, mit der die beiden Gazellen einander abwechselnd schlecken. Und jede genießt es. Und dann kommt ein Mensch, legt an und schießt eines der beiden Tiere tot. Aus Lust am Töten oder aus Lust, einen Rehrücken auf dem Teller zu haben oder weil er sonst verhungern müsste. Was geht im Kopf eines Jägers vor? Ich kann es nicht nachvollziehen. Nah an der Straße liegen zwei Löwinnen mit Verdauen beschäftigt. Noch etwas Blut verschmiert am Hals. Und etwas weiter weg bewacht Herr Löwe den Rest des Mittagsmahls. Der kleine Schakal versucht sein Glück. Nicht.
Gib Acht, Kronenkribitz, dass dich die Pythonschlange nicht erwischt. Das ist nochmal gut gegangen. Aber für das Schabrackenschakalkind wäre eine solche Situation gefährlich. Es ist wunderbar zu beobachten, wie gehorsam diese Kinder sind, wie sie die Welt nur vom sicheren Zuhause aus entdecken und immer parat sind, sofort zu verschwinden. Für diese Riesentrappe könnte die Schakalmutter aber gefährlich werden. Für erwachsene Impalas jedoch nicht. Da weiden Springböcke in der Abendsonne. Ihren Namen haben sie von ihrer Fähigkeit, wenn sie erschreckt werden, aus dem Stand heraus 3,5 Meter hoch zu springen. Dieses Signal warnt die Herde und den Raubtieren wird damit gesagt, dass sie bemerkt worden sind und dass ein Angriff sinnlos ist. Springböcke können mit einer Geschwindigkeit von fast 90 km pro Stunde fliehen. Damit gehören sie neben den Geparden zu den schnellsten Säugetieren überhaupt. Vor Jahren war diese Picknickanlage eingezäunt. Jetzt bietet sie uns Menschen keinen Schutz mehr. Elefanten waren hier und Zebras. Und doch steigen wir aus. Ja, gern, ja. Ja, ist anzunehmen. Ich würde gern, dass Sie den letzten Vorrat kommen. Die Toiletten sind schon lange nicht mehr gebraucht worden.
Wir sind zu einem Wasserloch gekommen. Die Hyäne hat sich verzogen. Die Warzenschweine nehmen keine Notiz von uns. Entwurzelte und umgerissene Bäume zeigen, dass Elefanten da waren. Aber das ist schon lange her. Wir picknicken im Auto und Indra hält Ausschau mit dem Feldstecher. Dort in diesem, so eine Woge. Dort ist eine große Vieh, oder nicht? Mich interessiert die Wasserstelle unter einer Kalksteinplatte. Vor kurzem waren noch Tiere da. Jürg kommt auch. Vorsichtig. Es könnten auch Schlangen hier wohnen. Elefantenspuren sind auf dem Boden zu sehen. Dann fahren wir weiter. Da ist ein Sekretär unterwegs. Und hier drängt sich eine Herde Springböcke in den Schatten eines Mopane-Baumes. Ein Kudu hat uns bemerkt. Es mustert uns, sieht uns nicht als Bedrohung und frisst ruhig weiter. Ebenso die Giraffe. Da sieht man ihre schlanken Beine, die auf den Zehenspitzen stehen. Das Wort Giraffe stammt aus dem Arabischen Zarafa und bedeutet die Liebliche. Ebenso lieblich wie die große Giraffe ist das 30 cm kleine Dick-Dick mit den großen, wachsamen Augen und der beweglichen Nase. Tag und Nacht bleibt das Pärchen zusammen und kann sich vor seinen zahlreichen Feinden nur verstecken oder flüchten. Thank you.
einem Traum vergingen 7 unvergessliche Tage in Etosha.